Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, die Dampfmaschinen sind jetzt erstmal alle raus. Ich habe mich schlau gemacht, also. Dankeschön. Es gibt kein per se Muster für eine optimale Dampfproduktionsanlage. Nicht per se optimal, aber man kann grob was ausrechnen. Also laut der Wiki reicht eine Wasserpumpe für 20 Heizöfen, die Dampf produzieren, die wiederum genügend Dampf produzieren für insgesamt 40 Dampfmaschinen. Soweit, so gut also. Hat sich das Verhältnis zumindest ein bisschen verbessert, würde ich fast sagen. Ich werde jetzt keine große Dampfmaschinenanlage mehr hier hinsetzen, weil das macht relativ wenig Sinn bei der Technologiestufe, die wir erreicht haben. Stattdessen bauen wir hier eine kleine Versuchsanlage, nennen wir das Ganze mal. Platzmäßig dürfte das eigentlich schon reichen. Ich verbrauche trotzdem den Rest der Landaufschüttung, einfach damit wir wieder im Inventar ein bisschen mehr Platz haben. Also eine Offshore-Pumpe. Die setzen wir hier hin. Dann nee, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eng angelegt. Außerdem kann ich bei den Pumpen nie ganz klar sehen, wo Ein- und Ausgang ist. Nein, Kessel wollte ich hier. Okay. Das ist richtig rum. Wir sind hier gerade anderweitig beschäftigt. 1, 2, 3, 4, 5. Produzieren genügend Dampf für 10 Dampfmaschinen. Dann haben wir hier einen reichlichen Kohleüberschuss. An dem wir uns bedienen können. Soweit, so gut. Die brauchen dann natürlich auch wieder Strom.
weil es so schön aussieht, kriegen sie auch noch Lampen. Dann, wo habe ich meine Dampfmaschinen versteckt? Wenn ich raten müsste, habe ich sie bestimmt genau beiseite geräumt, weil ich sie nicht gebraucht habe. Erstmal. Mal sehen, ob wir das halbwegs hinbekommen. Ich könnte die technisch gesehen in Reihe stellen. Aber das wäre mir zum einen zu simpel und zum anderen können wir nur so mal ausprobieren, ob das Ganze auch wirklich gut funktioniert. Das heißt, wir könnten es natürlich anderweitig ausprobieren, aber ich finde es so viel unterhaltsamer. Da muss jetzt noch ein Startfunke rein, weil das Ganze natürlich nirgendwo wirklich angeschlossen ist. Ja, ist es denn? Und tatsächlich, es dampft. Also die Dampfmaschinen selber verursachen natürlich keine Umweltverschmutzung. Die Heizkessel per se schon. Ist uns aber relativ egal, weil wir eh alles an Lebewesen in der Umgebung schon ausgelöscht haben. Schön zu sehen, dass es funktioniert. Ungünstig zu sehen, dass ich mal wieder vergessen habe, den Timer einzuschalten. Ganz kleinen Moment, ich schaue einfach mal. So. Knapp 9 Minuten. Dann nehmen wir einfach einen anderen Timer und dann muss ich halt Kopf rechnen. Plus minus ein bisschen. Also wahrscheinlich plus ein bisschen, aber das macht nichts. Genau, unsere Produktion für blaue Forschungspakete. Oh, langsam rücken immer mehr neue Grafiken nach, wie ich sehe. Motoren, elektrische Erzförderer.
Also Stahl kriegen wir hier auf jeden Fall bequem rein. Das mit den Rohren könnte ein ganz klein wenig komplizierter werden. Dann hätten wir die Produktion schon mal. Und erweiterter Schaltkreis und elektrischer Erzförderer. Na gut. Eins nach dem anderen. Wir gehen jetzt erstmal die roten Schaltkreise an. Kupferkabel, Kunststoffstange. Für Kunststoff müssen wir uns hier an die Produktion bemühen. Wir haben hier schon eine Produktion für rote Schaltkreise. Die Frage, die sich mir jetzt in eigentlicher Sache stellt, zwacken wir uns hier was von der Produktion ab? Wo geht das nochmal hin? Ah! Ich habe Tomaten auf den Augen, die sind auch rot, deswegen habe ich das offensichtlich nicht gesehen. Wir haben uns schon was abgezwackt von der Produktion. Förderer brauchen wir nicht mehr. Na komm, ich will nämlich genau nur die einpacken und würde die dann schon nicht mehr brauchen. Zumindest vorerst nicht. Gut, die erweiterten Schaltkreise haben wir. Dann wäre also die nächste Überlegung Motoren. Da hier ganz oben schon soweit alles steht, ist nur noch zu überlegen, wie wir einen Überschuss an Stahlrohren dort hineinbekommen. Ja, erforscht das, aber geh uns bitte nicht auf den Senkel. Was mir gerade so einfällt, nur sicherheitshalber. Hier hatte sich nichts verändert, okay. Okay, so bekommen wir das hin. Stahlträger bekommst du selber. Ähm
Dann entfällt nämlich das hier. Die Kiste mit den Stahlträgern kassieren wir jetzt auch einfach ein. Ach, das sind Filternde. Ich muss denen natürlich sagen, was die tun sollen. Oder ich nehme die einfach wieder mit und stelle andere hier hin. Das ist natürlich schön ungünstig. Aber Hauptsache, es läuft. Diese Produktion ist langsam. Das ist nicht gut. Teile, das heißt, wir bräuchten dafür genau, Montagemaschine 2. Ich packe die Sachen erstmal beiseite. Batterien benötigen wir jetzt erstmal hier auch nicht mehr. Heißt, wir nehmen diesen Zugang hier raus. Und lassen die eben in unsere Tasche laufen. Die Stahlträger brauchen wir hier auch nicht mehr. Es ist schwierig, nur eine Reihe leer zu räumen. So. Das war ein Aufwand, die runterzuholen. Und jetzt brauchen wir sie nicht mehr, ist ja gemein. Egal. Na komm her. Wir werden schon eine Anwendung für die Stahlträger finden. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Hoppla, das sollte nicht sein. Das lassen wir erstmal so. Das ganze Holz mal wieder loswerden. Okay, jetzt müssen wir die fertigen Motoren möglichst einfach wieder nach hier unten bewegen. Und ja, wie stellen wir das an? Also das läuft soweit schon mal. Ich habe da eine Idee. Denn ich möchte das Ganze jetzt nicht wieder hier überall durchfädeln müssen. Das wäre nicht sehr effizient.
Also das scheint soweit zu funktionieren. Läuft natürlich bei Nacht immer auf Hochtouren, ist ja klar. Was mache ich mit dem ganzen Holz? Schönerweise kann man mit Steuerung Linksklick direkt alles wegschmeißen in die Kiste. Auf den Boden schmeißen würde ich das Ganze nicht, weil das dürfte für ein ziemliches Chaos sorgen. Okay, ich werde die hier zwischendurch bewegen. Es scheint die einfachste Lösung zu sein. Wobei die einfachste Lösung wäre wahrscheinlich einfach eine neue Fabrikation einzurichten, die dann direkt auch den Leistungsansprüchen gerecht wird, die wir haben, aber das wäre wahrscheinlich zu einfach. Die haben mal hier ein paar Geschütztürme beladen. Und dann habe ich die vergessen abzubauen. Ich würde sagen, ich habe gut gezielt. Setzen wir erstmal die Untergrundfließbänder, bevor wir irgendwas weitermachen. Das sollte funktionieren. Ich denke mal, wir werden noch eine ganze Zeit damit beschäftigt bleiben, dass hier alles wieder so halbwegs ans Laufen zu bekommen. Aber das ist ja der halbe Spaß am Spiel. Dementsprechend wollen wir uns nun mal lieber nicht drüber beschweren. Okay, zeitlich sind wir also auch schon wieder relativ am Ende. Dann sage ich erstmal danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, irgendwo haben wir jetzt ein verwaistes Untergrundfließband. Oder auch nicht. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.